86 Jahre nach Zerstörung des alten Gemeindezentrums hat Kiel wieder eine Synagoge. Der Weg dahin war holprig, erinnert sich Kantor Joshua Panbacker. Also hier am Haus wurde 5 Jahre gearbeitet, aber das Finden des Hauses und das Sicherstellen, dass wir es auch tatsächlich finanziell mit viel, viel Hilfe von Land und Stadt und Bund und Kirchen und dem Zentralrat der Juden schaffen können, hat deutlich länger gedauert. Die Suche hat lange gedauert, ja. Und heute ist es soweit. Zur Eröffnung der Synagoge hatte die Gemeinde zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft und Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften eingeladen. Höhepunkte des feierlichen Eröffnungsgottesdienstes mit viel Musik waren die Anbringung der Mesusa am rechten Türpfosten, das Entzünden des Nörtamid sowie die Einbringung der Torarollen in den Toraschrein. Im Anschluss gab es zahlreiche Redebeiträge von Vertretern aus Politik, Gesellschaft und verschiedenen Religionsgemeinschaften. Zu der Gemeinde und dem ehrgeizigen Vorhaben, eine Synagoge zu errichten, gehörte seinerzeit Mut. In einer Zeit, in der die Welt oft durch Konflikte und Missverständnisse geprägt ist, ist es besonders wichtig, Orte der Begegnung und des Dialoges zu schaffen. Ich finde, das ist jetzt heute wirklich auch ein richtig toller Grund zum Feiern. Jede neugebaute, jede sanierte Synagoge in unserem Land ist quasi ein steingewordenes Symbol dieser klaren Botschaft. Jede Synagoge ist der unübersehbare Ausdruck lebendigen jüdischen Lebens in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft. Auch künftig soll die Synagoge ein Ort der Musik und des Dialoges sein. Der heutige Tag bedeutete für die Gemeinde aber vor allen Dingen eins. Ein Freudentag. Einfach nur Freude und Zufriedenheit, dass wir jetzt endlich einen festen Ort haben. Amen.